Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier auf Torte die Nuts. Ich bin's der Marc, neben mir ist der Toffee und heute machen wir mal ein kleines Special. Eigentlich hatten wir vor, Resident Evil Revelations heute durchzuspielen, aber da ja auf der E3 das neue Resident Evil angekündigt wurde, haben wir uns gedacht, zwacken wir mal ein bisschen Zeit ab und schauen uns mal ein bisschen Gameplay dazu an. Ist ja ziemlich abgefahren, das kann ich echt nur sagen. Also es ist so komplett, also wirklich mal komplett anders als das, was man so die letzten 10 Jahre oder 12 Jahre eigentlich so präsentiert bekommen hat. Also es ist eh alles anders als alles bisher da gewesen an Resident Evil. Also es orientiert sich ein bisschen an, also man sieht es ja eh gleich selbst, es orientiert sich schon so ein bisschen an aktuelleren Horrorspielen. Also es erfindet jetzt das Rad nicht neu, was so aktuelle, also zumindest von dem, was man sieht. Aber es ist halt komplett anders als die vorherigen Resident Evil Spiele. Ja, also ganz cool. Ja, das ist die Frage. Also wer es noch nicht gesehen hat, das Ganze ist jetzt aus der Ego-Perspektive, also Mindfuck sozusagen, so ein bisschen, schaut ein bisschen so, erinnert mich so ein bisschen an Outlast, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Und wird VR-tauglich. Und das Interessante ist, für die PS4 ist bereits eine Demo runter jetzt rausgekommen, die mal praktisch so wie, im Prinzip wie bei Silent Hills, beziehungsweise PT damals, die man so im Vorfeld spielen kann. Aber halt eben nur für die PS4. Und wir haben beide keine PS4, deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal auf YouTube-Gameplay-Material dazu an. Und dann starte ich das nämlich auch jetzt. So, da haben wir es auch schon captured und PS4. Alter, kannst du bitte mit dem Messer aufpassen? Deine Aufgabe. Leiser. Leiser? Ja, viel zu laut. Echt? Ja, wir müssen ja drüber reden, also deswegen. Ich würde es noch leiser, das ist jetzt genau wie es eben war. Oh Gott, der Horror fängt schon an. Muss die Bildschirmeinstellungen umstellen. Viel zu dunkel. Press any button, ja. Das jetzt hier, die Rätsel gehen jetzt schon los. Ja, das ist es nämlich. Resident Evil 7 Teaser, wir sehen es schon, The Beginning Hour. Das Ganze, was wir jetzt sehen, das Gameplay, das ist so knapp 20 Minuten, das wird nicht im fertigen Spiel sein. Also es ist praktisch wirklich nur so ein Teaser, was so das Feeling praktisch wiedergeben soll. Der Charakter, der hier gespielt wird, man kennt den Namen, glaube ich, nicht, aber das ist auch keiner, also man wird auch einen anderen Hauptcharakter spielen. Aber sowohl der hier als auch der, den man im fertigen Spiel spielen wird, ist keiner, den man bisher kennt. Ah, okay. Komplett was Neues. Und wir sehen es komplett aus der Ego-Perspektive, was wirklich, wirklich, wirklich abgefahren ist. Also das kennt man ja wirklich im Prinzip außer bei den Lightgun-Shootern gar nicht von Resident Evil. Ach ja gut, stimmt, da gab's es. Ja. Ja. Die hätten wir heute fast gespielt. Wenn das mit dem Teaser nicht gewesen wäre, hätte ich einen Toffee jetzt an den ersten Resident Evil Survivor für die PS1 gesetzt. Waren es die schrecklich schlechten oder? Also der erste Resident Evil Survivor, habe ich heute noch nachgelesen, Metacritic, ist das schlecht bewertete Resident Evil mit 30%. Wow. Okay. Oder 39 war es, glaube ich, irgendwie sowas. Und welche sind ganz in Ordnung, wie für die Wii, oder? Wie heißen die denn? Umbrella Chronicles? Umbrella Chronicles und Darkseid Chronicles. Also gibt's auch nur für die Wii, oder? Ja, gibt's auch für die PS3. Ah, okay. Aber nicht bei uns. Halt nur eine Japano-Version. Okay. Ach so, okay. Ist der Hammer. Nee, das ganze Ding, also ich glaube auch in dem ganzen Teaser, also in diesem Gameplay-Teaser hier, wird es nicht einmal einen Kampf geben. Also beziehungsweise du kannst kein Combat nutzen. Es wird aber im fertigen Spiel
wird es Kämpfe geben. Mhm. Ist halt die Frage, wie sie halt ausgestattet werden. Wir haben halt gesagt, dass halt Munition und solche Sachen massiv reduzieren werden. Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du es kennst, Condemned. Das ist so, ist auch schon uralt eigentlich. Das Spiel existiert, aber ich habe es noch nie gezockt. Das war auch so, das war so eins der ersten richtig krassen Horrorspiele, sag ich mal, aus Ego-Perspektive. Was auch, hat ziemlich viel auf Nahkampf gesetzt und so in die Richtung könnte ich mir so ein Kampfsystem ganz gut vorstellen, weil so Ego-Perspektive, das hat ja immer noch so eine gewisse Wucht und da kann man, finde ich, auch Nahkampf auch mal ganz gut umsetzen. Ich bin eh gespannt, was so die eigentliche Bedrohung am Ende sein wird. Das ist nämlich... Ich könnte mir tatsächlich in so einem Szenario auch mal wieder Zombies vorstellen. Ich finde tatsächlich... Ja, in so einem Szenario, also wenn es halt wirklich wieder... ja, man halt nicht so mit... Bis in 10. Boah, ist ja wie in meiner Küche. Anders. Ich glaube, das sah aus wie so ein Truthahn, oder? Okay. In der Mikrowelle. Oh, kein Wasser. Ich könnte mit Zombies so aus der Ego-Perspektive, ich meine, da gibt es ja einige Spiele, die das schon machen aktuell. Mhm. Also es gibt zu viele Spiele eigentlich, die Zombies machen, aber vielleicht auch schnelle Zombies. Ich könnte mir so ein Spiel nur so mit Crimson Head Zombies wie aus Resident Evil, das wäre schon geil. Ja gut, aber wenn es tatsächlich, also gehen wir davon aus, es spielt irgendwie hauptsächlich in den Innenräumen, wo du nicht groß auf Distanz sehen kannst, sondern immer nur siehst, was halt direkt in der nächsten Ecke ist. Da werden Zombies wieder eine Bedrohung. Das ja, ist halt und quasi, wenn du dann um die Ecke schaust, dann steht der Zombie halt schon 3 Meter vor dir und man halt wenig Munition hat, dann kann so ein Zombie schon bedrohlich wirken. So. Das stimmt schon. Vor allem ist es das Geile, also ich weiß nicht, ob es für PC und Xbox One dann genauso sein wird, aber bei der PS4-Version ist es so, dass es auch hauptsächlich auf VR ausgelegt ist. Stelle ich mir auch ziemlich geil vor. Also, ja, auf jeden Fall. Also so Horrorspiele, die sind ja immer, bieten sich ja immer super an für sowas. Gibt es eigentlich für Microsoft, seitens Microsoft irgendwelche Pläne für VR-Sachen? Ja, es ist noch nicht so ganz durch, aber also, sie bringen ja eine neue Xbox raus. Also dieses Project Scorpio hier mit 4K und alle, die bisher eine Xbox haben, inklusive mir, werden da total verarscht, weil die einfach mitten im Konsolenzyklus eine viel bessere Konsole rausbringen. Aber... Also bei PlayStation dachte ich auch... Ja, bei PlayStation wird es auch so kommen. Die Geschichte ist die, es ist immer so, im so im Umfeld wird gemunkelt, dass die Oculus Rift wahrscheinlich für die Xbox zugänglich gemacht wird. Ah, okay. Das ist so in einem Rahmen. Aber VR hätte ich ja schon echt Bock. Wenn mein PC das packt und also wenn ich... Nee, kann ich dir jetzt wahrscheinlich, schon... Wahrscheinlich. Nö, absolut keine Chance. Also die Mindestanforderungen sind so, da musst du schon, also für Oculus und SteamVR musst du schon so ein PC, sag ich mal, so 1300 bis 1500 Euro Segment haben, ja, sonst hast du keine Chance. Ist das, hat sich das gerade bewegt? Ja. Stand da eben nicht, gell? Nee. Boah, vielleicht gibt's so Geistergeschichten oder so. Das passt überhaupt nicht rein. Aber das passt ja jetzt schon alles nicht rein. Ja, das ist, also ich finde, die Serie hat schon das hatten, irgendwie... Also klar, man braucht schon irgendwie eine Verbindung zu den alten Teilen. Also du kannst nicht einfach irgendein beliebiges Horror-Spiel machen. Ja, okay, ich nehme das mit den Geistern zurück. Das passt überhaupt nicht rein. Aber zumindest es gab ja ursprünglich, waren ja so mal kurzzeitig, war ja sowas, so ein Geisterszenario geplant. Bei Resident Evil 4 gab es nämlich mal so eine vorab spielbare Demo, wo die, also es war schon, ich glaube, 1-2 Jahre bevor es rauskam, danach haben sie es nochmal umgeworfen. Da hast du auch schon mit Leon S. Kennedy gespielt, aber warst in so einer Art Herrenhaus, auch noch mit fixen Kameraperspektiven und da waren auch Geister. Also es war so komplett anders, als es eigentlich dann das endgültige Spiel geworden ist. Was haben sie dann Devil May Cry? Nein. Das war noch eine ganz andere Version, noch eine viel frühere Version. Ach so, okay. Es gab noch eine ganz frühe Version, da haben sie einfach Devil May Cry rausgemacht. Okay. Ganz verrückte Geschichte. Ist ja, also die werfen bei Resident Evil werfen sie ja öfters mal so Spiele komplett um. Mhm. Bei Resident Evil 2 war es auch so, da gab es schon eine ultraweite Version. Das kann man auch mal irgendwann spielen. Das gibt es inzwischen als Resident Evil 1.5. Genau, wie auch teilweise, also du hast zwar mit Leon gespielt, aber dann noch so einen anderen Charakter, Elsa hieß die, glaube ich. So komplett andere Charaktere und alles irgendwie ein bisschen anders gemacht. Mhm. Aber das hat ihnen dann nicht so getaugt und dann haben sie es nochmal umgeworfen und neu designt. Ich bin auch, bei dem ist es auch so, die haben letztes Jahr haben sie schon, praktisch haben sie das schon mehr oder weniger angeteased, nur hat es niemand mitbekommen. Auf der E3, da war so ein, also da haben sie, das ist ja eine komplett neue Grafik-Engine und da haben sie die auch mit so einem kleinen Horror-Titel, der so ähnlich aufgebaut war, präsentiert, das hieß Kitchen. Das war die Kitchen-Demo. Aber da ist es niemandem so sonderlich aufgefallen, weil die es halt bewusst halt nicht als Resident Evil bezeichnet haben. Ja, woher soll man, also bisher gab es ja auch null Anhaltspunkte, dass das irgendwie Resident Das war auch, als sie diesen Trailer, also die haben ja so 3-4 Minuten Trailer, also so Ausschnitten hier rausgezeigt und
Und da konnte sich kein Mensch schon was darunter vorstellen. Und dann erst, es ist absolut widerwärtig. Und dann, es ist wirklich wie so ein Studentenbude. Und dann am Ende von dem Trailer haben sie dann auf einmal dieses Resident Evil, haben sie so eine 7 eingeblendet und dann ist halt Resident Evil 7 rausgeworden. Mhm. Und das Geile ist auch so. So eine römische 7, nicht? Also ja, ja, wo sie noch Evil rausmachen konnten. Ja. Wir haben jetzt 20 Jahre drauf gewartet, endlich diesen Gag machen zu dürfen. Ja, totally worth it. Ist immer noch besser als das Symbol von Resident Evil 6. Was ich ein bisschen hoffe, dass es wieder so ein bisschen mehr rätselhaft geht. Also den Eindruck habe ich ja so ein bisschen, dass man wieder so Item-Management und sowas hat. Ja, aber hoffentlich gescheite Rätsel, nicht einfach nur irgendwie Tür ist verschlossen und dann ewig lang nach Schlüssel suchen, und sondern halt schon Rätsel, wo man aktiv irgendwas rätselt. Ich fand ehrlich gesagt echt, von allen Resident Evil-Zeiten, da wird immer über die Rätsel gesprochen, hat echt nur der erste Teil vernünftige Rätsel. Und der hat auch viele Rätsel. Zero hat wenig Rätsel, aber die waren schon okay, das stimmt. Aber, ja, gut, mehr als alles, was danach kam. Ja, aber alle anderen Spiele hatten so scheiße. Ja, ich weiß nicht, Call Veronica, weiß gar nicht, wie viele Rätsel es da gab. Da hat auf jeden Fall ein, zwei, die gar nicht so leicht waren. Ja, dann was für ein Zeitspanne. Das soll ja nach Das soll ja nach Resident Evil 6 spielen. Ja, das Spiel auch im Juni 2017, also genau ein Jahr von jetzt, sozusagen. Ja. Ha, interessant. Stand am Anfang in der Video. Ich hab's nicht drauf geachtet. Es sei denn, die war auf Werkseinstellung, die Kamera. Ja, ich finde es eher verrückt, dass er Videokassetten findet. Wahrscheinlich ist es noch ganz anders. Es ist so Betamax. Alter. Was ist denn in diesem Haus los? Ey, du bist in so einem abartigen Gruselhaus, wo du weißt, dass noch irgendjemand anders da ist und das erste, was du machst, ist dir erstmal eine Videokassette anzuschauen. Ja. Erstmal so schön. Familien-Disney-Film reinlegen. Ja. Snuff-Porn. Um ein bisschen runterzukommen. Familien-Snuff-Porn. Haunter's House Rehearsal, okay. Derelict House Dream Forest. Oh. Alter. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey. I only work with professionals. Das kann man übrigens auch steuern. Also das sehen wir jetzt noch nicht, weil wir haben kein Feedback von dem Typen, der es gerade zockt, aber das habe ich auch gesehen, dass man praktisch in dieser Videosequenz das auch steuert. Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du die Horrorfilme VHS, also VHS? Ich weiß, dass sie existieren, dass sie ganz cool sein sollen, aber ich habe... Also nur die ersten beiden, Gottes Willen, nie den dritten schauen. Okay, ich wusste, dass es den dritten gibt. Ja, Gott sei Dank wissen es viele nicht. Ja. Aber die ersten... Vielleicht den zweiten noch mehr als den ersten kann ich absolut empfehlen, also wirklich mal anzuschauen. Das sind so kleine Kleinode der Horrorfilme. Und da ist es halt auch so, dass man so Side-Stories praktisch schon in diesen Videoaufnahmen hat, die dann, also es sind so mehr oder weniger 5 Kurzgeschichten aus Horrorbereich, die du in diesen Videos halt eben anschaust. Und da erinnert mich das halt schon ziemlich dran. Aber es geht heutzutage nicht mehr. Heutzutage würden sie VHS auf YouTube. Dark Side of YouTube. Are we rolling? Alright, let's go. Verdammt. Get out of the way. It's locked. After you. Aber der eine Typ, der im Anzug ist, der Typ, den wir ganz am Anfang gesehen haben, oder? Weiß ich schon gar nicht. Ja, am Anfang war doch der so ein Typ, der ich hab da nicht so auf sich geachtet, ehrlich gesagt. Ich glaub schon. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Ich sehe nämlich auch so ein bisschen als an Outlast irgendwie, dass man so als Reporter in so vermeintlich verlassenen Ding reingeht. Gott! Köstlicher Eintopf. Köstliche Minestrone. Ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Suppe da ist und wie bei Indiana Jones ist da so ein Auge drin. Ja, siehst du, es war doch hier Truthahn oder sowas. Auf jeden Fall irgendwie das gleiche, was vorhin drin war. Ja. Oh shit. Glad I had my shots. Although. This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Mensch, Andre. See where Andre went? Nö, ich hab dich angestarrt. Where is he? Unfucking believable!
unbelievable. This is the last time I work with that guy. I mean, producer, einmal mit Profis arbeiten. A good cameraman like you, Clancy? You stick with me. What the fuck was that? Did you hear that? Nein, ich bin taub. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Ich hab jetzt auch so ein bisschen Bock, wieder Akte X zu schauen, wenn ich gerade okay. Diese Sequenzen. Haben die da sowas auch gemacht? Ja, immer. Also ja. Jeder, ich finde jede Akte X-Folge ist im Dunkeln Typ im Anzug mit Taschenlampe. Das okay. Ist eigentlich Akte X in der Natsche. Nein, das war der Weihnachtsmann. You gotta be fucking kidding me. Ah, wieder so eine typische Resident Evil Geheimtür. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Denken Sie daran, Sie können das Labor nur betreten, wenn Sie die Adler und die Löwenmedaille haben. Ja, genau. Sonst kommen Sie nicht rein. Gerade für so ein Teaser-Ding ist schon überrascht, wie wenig eigentlich so. Also, dass man so. Also, dass man ja wirklich keine Gegner bisher gesehen hat oder irgendwas. Was für eine Abkehr das vom Eigentlichen ist. Ich bin mir auch echt nicht sicher, wie ich das denn finde. Also ich meine, wir haben ja immer drüber rumgehettet von wegen, ja, Resident Evil muss wieder gruselig werden und dem ist ja auch so. Aber es sollte noch was mit Resident Evil zu tun haben. Das Problem, was ich damit habe, ich meine, ich finde es geil und ich finde das auch geil. Ich glaube, das war ein geiles Spiel, aber es gibt so viele Spiele, die Horrorspiele sind eigentlich nur noch aus der Ego-Perspektive. Sind immer, oh Alter, das ist ja voll Blair Witch Project. Ja. Spoiler, wer den Film noch nicht gesehen hat. Siehst du, das hat man im Film nicht gesehen. Was ist mit dem los? Alter. Okay. Ich glaube, so sind wir geschnappt worden. Wenn wir die Person im Video sind, macht es allerdings keinen Sinn, warum wir uns das anschauen komplett. Vielleicht war wir vergessen, was passiert ist. Ja, das kann schon sein. Amnesie im Videospiel, das ist ja ganz was Neues. Ja. Boah, ich hatte jetzt. Das ist immer so der Moment zu spielen, wo man denkt, jetzt steht doch einer hinter dir. Muss doch einer hinter dir stehen. Das ist Klavierspiel. hier nicht Sportsfreund. Nee, es ist wie gesagt, also. Ich bin da so hin und her gerissen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, es gibt aber auch so viele Dinge aus. Also das Third-Person-Ding, was Resident Evil davor immer hatte, also hier gerade so 5 und 6, das war ja Gears of War Light oder so, wenn man so sagen möchte. Yeah. Oder eigentlich sogar überdreht im 6er. Und das ist natürlich auch abgenutzt, dann gibt es auch 1000 Spiele, aber ich weiß nicht, ich hätte schon gern wieder Horror aus der Third-Person gehabt. Beziehungsweise Horror aus der Third-Person wäre schon geil gewesen. Aber so könnte es halt wirklich irgendwie das nächste Outlast sein oder haben wir jetzt zuletzt gespielt, was auch aus der Ego-Perspektive Layers of Fear. Dann, wie heißt das? Amnesia ist auch aus der Ego-Perspektive. Das sind schon alles geile Spiele, aber es ist halt irgendwie, es gibt schon viele, die sowas machen. Ich meine, es ist gruseliger aus der Ego-Perspektive, da kann man nichts sagen, weil es ist halt, klar, wenn du es so direkt mitnimmst, gerade so mit VR-Unterstützung, aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob die, sich so verkaufstechnisch mit sowas einen echten Gefallen tun. Ich find's, wie gesagt, geil, dass sie wieder auf die Horrorrichtung gehen, aber ich find's mutig auf jeden Fall. Das kann man sagen, ich find's sehr mutig. Lag der da jetzt ganz. Achso, das. Ah ja, okay, wir waren nur in der Videosequenz, waren wir da unten. Wir waren nicht in der Videoaufnahme, wir waren ja nicht in echt. Naja. Alles verwirrend hier, ist voll viel Meta und so. Aber es ist irgendwie echt mutig, weil eigentlich. Ich glaube, Horrorspiele, selbst so ein Alien Isolation, das eigentlich schon relativ größer war, hat sich jetzt vielleicht auch. Also, ich kenne die Zahlen nicht auswendig, aber. Vielleicht 1 Million Mal verkauft oder so. Okay. Und selbst so crappy ein Resident Evil 6 war oder so, das hat schon so seine 5, 6 Millionen Verkäufe gehabt. Alter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also wie es sich entwickelt.
Weißt du, was fehlt? Was ich immer voll geil finde, wenn Spiele das machen? Mhm. So, wenn du an der, an der Wand oder so anlehnst, dass du noch so eine Animation für die Hand hast. Das finde ich immer voll geil. Ich finde, das ist gerade so ein Ding, was in VR auch mal, glaube ich, ganz geil kommt. Das ist noch immersiver. Ja, ich frage mich halt echt, wie so ein Spiel in VR funktioniert. Also ich habe nur ich weiß nicht, ob einem das... Ich glaube, dass Entwickler da echt aufpassen müssen, weil ich glaube, das kann Menschen echt kaputt machen. Ja, also ich glaube, also ich könnte mir wirklich vorstellen, das ist einfach zu krass. Du bist da einfach Du fühlst dich einfach, du bist zu tief drin einfach. Also ich finde das schon so Outlast furchtbar. Furchtbar geil, aber ich finde es halt unfassbar anstrengend zu spielen. Also ich habe wirklich, da geht mir jedes Mal die Düse und dann das noch in VR. Das könnte Leute wirklich bleibende Schäden erlangen. Ja, hä? Mal abgesehen davon, dass der super schlecht wird. Muss an diese Outlast-Szene denken, wo der die Finger absäbelt. Oh. Da müsste man noch so ein Device haben, was so mit Elektroimpulsen arbeitet. Das ist noch so gleich. Welcome to the family, son. Von einem verrückten Redneck. Das ist so eine Haus der tausend Leichen Geschichte. Ja, okay, das Spiel jetzt praktisch danach. Oder davor, das ist alles so komisch. Haben wir immer noch die Kamera um? Das ist so ein Google Glass Kamera-Headset. Eine GoPro auf den Kopf geschnallt. So. Ja. Das ist die Antwort. Mit Videokassetten. Oh, Alter! Gott. Okay, cool. Okay, jetzt verstehe ich auch, dass wir den Typen nicht im fertigen Spiel spielen. Ja, macht Sinn. Family is expecting you early 2017. Ja, du würdest so eine Hills Have Eyes-Geschichte irgendwie mit einer Redneck-Mutanten-Familie oder. Ja, kann aber auch sein, dass es so in die Richtung geht. Die sind halt auch irgendwie so, weißt du, so Lisa Trevor-mäßig irgendwie die Opfer von irgendwelchen Experimenten. Ja, das ist halt echt die Frage, oder ob das tatsächlich einfach nur eine ganz andere Geschichte ist, wo dann Resident Evil praktisch nur so der Name drüber gestülpt wird. Ja, das finde ich aber blöd irgendwie. Ja, aber das wäre jetzt nicht das erste Mal, das was. Nein, das wäre es nicht, aber. Naja. Das wäre halt echt einfach so eine. Ja, kam. Ich bin auf jeden Fall. Methode, um irgendwie halt Fans da mit an Bord zu holen. Ich bin auf jeden Fall interessiert, kann ich sagen. Also ich bin, also im Gegensatz zu anderen Sachen, die so aus Resident Evil mal hier ausgefurzt wurden in den letzten 5 bis 10 Jahren, ist das mal zumindest interessant. Ob es gut wird, ist eine andere Geschichte, aber interessant auf jeden Fall. Nee, gut, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also, bis dann.